Ja, Mario Heidamauer, wie fühlt man sich als ATP-Star? ATP-Star ist jetzt ein bisschen extrem für mich. Was eine Ehre, dass ich da jetzt mitspielen durfte. Ein bisschen schade, dass ich zuerst am Center Court angesetzt war und dann im B-Court gespielt habe. Center Court wäre natürlich ein Riesenerlebnis gewesen. Aber so war es auch super. Es waren so viele Zuschauer, also das bin ich nicht gewohnt. Ja. Von der Leistung her war es ganz okay. Ich hätte meine Chance gehabt im zweiten Satz. Ja. Bei vier beide habe ich Spielball vergeben und da war es dann richtig eng. Da hätte ich sicher meine Chance gehabt, aber so bin ich eigentlich jetzt. Hast du schon mal vor mehr Leuten gespielt? Nein, also es sind zwar in Deutschland in der Liga relativ viele, aber hier war es jetzt wirklich extrem voll, überraschenderweise finde ich. Ja. Das hat schon Spaß gemacht. Ja. Bisher wurmt es nicht, gegen Ryan Harrison spielen zu können? Ja, das wäre natürlich ein einmaliges Erlebnis für mich gewesen, dass ich gegen so einen Spieler, der normalerweise ein etablierter Top 100 Spieler ist, der jetzt nicht reinkommt, wäre sicher auch der Center Court dann gewesen. Ja. Sicher ein bisschen schade, weil ich bin so anzufangen. Man merkt, wir sprechen gerade knapp nach dem Match mit dir, der Schweiß rinnt da immer noch in Strömen runter. Wie viele Leiberl waren es heute schon? Das ist jetzt das dritte, aber das ist, ja, laufen muss man das nicht. Das wird die Gattin übernehmen, das Ganze. Die Gattin, alles klar. Aber die Niederlage hat sich schon wieder ein bisschen relativiert. Töchterchen war da. Ja, das ist sowieso immer das Schönste, wenn die Familie dabei ist. Und, ja, also es hat Spaß gemacht. Mhm. Wie schätzt du ansonsten die Chancen hier für den Andi ein, für deinen Bruder? Ja, er hat ein schweres Los zu holen mit Daniel Brandt. Das ist auch einer, der sehr, sehr gut serviert, Andi aber auch. Ja. Das kann eine wirklich enge Partie werden, wo er ein paar Punkte entscheiden. Ich hoffe, dass er das packt. Ja. Und wird man dich nächstes Jahr hier wiedersehen? Ich werde auf jeden Fall die Chance wieder nutzen, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich da mitspiele, weil das ist für mich ganz was Besonderes. Passt, danke dir.